Mr. Peretti! Mr. Peretti! Kommen Sie, ich weiß ja, dass Sie da sind. Okay, wer schickt denn diese Woche einen Zahlungsbefehl? Kein Mensch. Hat man mir die Staatsbürgerschaft aberkannt? Warum sollte das jemand tun? Naja, ich bin für die neue Welt nicht gerade eine große Leuchte. Ich bedauere die Schweinerei, die ich da gemacht habe, aber Sie werden gleich sehen, dass Sie dafür einen Ausgleich bekommen. Miss Laura Peretti, wohnhaft in Levenham, Suffolk, das ist in England. Das ist doch, glaube ich, eine Tante von Ihnen. Ja, sowas Ähnliches. Wie viel will sie denn von mir? Irdische Wünsche quälen die Dame nicht länger, Mr. Peretti. Sie ist leider dahingegangen. Verschieden. Verschieden? Heißt das, sie ist tot? Ja, genau das. Das war im letzten Juni. Oh, arme Tante Laura. Nein, arm war sie nicht, Mr. Peretti. Im Gegenteil. Hier ist ihr letzter Wille. Und Sie, junger Mann, sind der Erbe, der Alleinige. Der Alleinerbe? Was, das bin ich? Ja, es sieht so aus. Oh, arme Tante Laura. Oh, du arme Tante Laura. Ich muss jetzt eine Zigarette haben. Ist es schon 9:30 nach voll? Zu blöd, 20 Minuten noch. Was kann ich für Sie tun? Vielleicht einen flotten Herrenschnitt. Ich mache Ihnen eine kostenlose Friktion. Das schon eher. Mit meinen neuen Haarwuchsmitteln. Oh. Meine neue Epochalerfindung. Und dann auf nach England. Der Erbe hat die Wahl, die Erbschaft anzunehmen oder abzulehnen. Aber natürlich nehme ich sie an. Neune. Ihre Tante war gezwungen, ihre Habe nach und nach zu verkaufen, um die Arztkosten zu bezahlen. Was ist da noch übrig? Nichts, fürchte ich. Nichts? Ja, natürlich. Das Haus ist noch da. Hier, das steht ja noch, das Haus. Finch, würden Sie Mr. Peretti die finanzielle Situation erklären?
Die Hinterlassenschaft von Miss Beretti beläuft sich auf Schätzwert des Hauses 31.000 Pfund, davon ab Hypotheken 8.109 Pfund, 3 Schilling 9 Pence, Erbschaftssteuer 19.434 Pfund, 12 Schilling 6 Pence, diverse Schulden 3.475 Pfund, 17 Schilling 6 Pence, Gesamtdebit 31.019 Pfund, 17 Schilling und 6 Pence. Nun erklären Sie mir bitte Ihre Erklärung. Es verbleibt Ihnen demnach eine Schuldenlast von 19 Pfund und 17 Schilling. Und 6 Pence. Ja, es war mir ein Vergnügen, ja, Mr. Beretti. Das feine Blumenmotiv in zartester Tönung. Sie sehen, dass es sich um die Arbeit eines Meisters handelt. Es sind Zeugnisse vorhanden, dass Königin Victoria das Nachtgeschirr nach der Hochzeit mit Prinz Albert benutzt hat. Danke. 30 Pfund für einen Nachttopf ist aber nicht billig. Madame, Sie besitzen eine Rarität. Danke, sehr liebenswürdig, mein Herr. Das Stück wird in jeder Ihrer Gesellschaften das Gesprächsthema sein. Alle Achtung, Patricia, bei Ihnen gehen die königlichen Nachttöpfe wie warme Semmeln. Immer noch nicht genug. Mir bald zu viel. Ich habe sie damals eingestellt, weil ich dachte, wir könnten etwas frisches Blut gebrauchen, etwas transatlantische Tüchtigkeit. Aber jetzt, Pat, scheint es mir manchmal doch, als ob Sie für unsere Branche ein wenig zu... Geschäftstüchtig sind? Sicher, Mr. Greenwood, aber ich finde Geld sexy. Mehr als die meisten Männer. Sie sind den richtigen Männern noch nicht begegnet. Ich bin dem richtigen Geld bisher noch nicht begegnet. Guten Morgen, Mr. Greenwood. Guten Morgen, Sir. Ich wollte mal fragen, ob Sie sich für die Stühle interessieren, aus Miss Berettis Besitz. Arme Miss Beretti. Ich höre, das Haus ist verschuldet. Ja, völlig verschuldet. Eigentlich komisch. Hier im Ort hat man Sie für reich gehalten. Nicht bloß im Ort, aber alles, was Sie hinterlassen hat, ist das. Vielleicht haben Sie Interesse für... Ich weiß nicht. Ich glaube kaum. Ich habe kein Lager. Wo soll ich die Dinge aufbewahren? Sie haben Louiselles Motive. Sie meinen, das sind echte Heppelwhites? Natürlich sind sie das. So echte Heppelwhites wie die echt sind, finden Sie nicht mal unter den echten... Und was sollen die Dinger kosten? $264. Das sind... Wie viel ist das ungefähr? 126 Pfund 11 Schilling. Warum? Das ist der Flug London-New York, Touristenklasse. Ich würde sagen, wenn Sie sie uns in Kommission geben, verkaufen wir sie Ihnen sicher in ein paar Tagen. Ja, einverstanden. Was kostet London-New York per Schiff? Etwa $90, schätze ich. Sehr schön, Mr. Beretti. Dann hoffe ich nur, Sie werden nicht seekrank. Ich denke nicht. Dafür zahlt keiner Sixpence. Thank you.
Mr. Biretti, Sie sind ein vom Glück verwöhnter Mann. Als ob ich das nicht wüsste. Es ist ein Wunder, ein himmlisches Wunder. Ja, es ist ihr gelungen. Sie bekam dafür runde 100 Pfund. Was sagen Sie dazu? 90 für Sie, 10 für uns. Für die Stühle? Sie ist ein geschicktes Mädchen. Sie wollen doch nicht etwa damit sagen, dass das Geld ist für die Stühle? Wie kommen Sie dazu, Sachen zu verkaufen, die Ihnen nicht gehören? Sie wollten es doch... Was ist das für ein Laden? Ich will sie wiederhaben, verstehen Sie? Sagen Sie dieser Dings da, sie möchte sofort meine Stühle zurückholen. Aber gestern haben Sie doch auf schnellsten Verkauf bestanden. Was heißt hier gestern? Gestern habe ich das noch nicht gewusst. Was haben Sie nicht gewusst? Na ja, da ist so eine Klausel in Ihrem letzten Willen. Meine Tante hat bestimmt, dass ich von ihrer persönlichen Habe bis 1980 nichts verkaufen darf. Bis 1980? Also, wo sind meine Stühle? Das ist jetzt für mich eine Frage auf Leben und Tod. Wo sind meine Stühle? Sie müssen doch verstehen, die Sache liegt nicht mehr in meinen Händen. Nicht mehr in... Geben Sie mir sofort Name und Adresse des Käufers. Nein, das verstößt gegen meine Geschäftsprinzipien. Zum Teufel mit Ihren Prinzipien. Nein, bitte nicht. Schließen Sie das in den Safe ein. Hören Sie, Sie müssen mir die Stühle nur über meine Leiche. Es geht für mich um Leben und Tod. Aber ich bitte Sie, Mr. Biretti, seien Sie nicht so aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt, aber ich werde mich gleich aufregen. Ich will meine Stühle. Oh, Verzeihung. Was ist das? Für Sie ein toller Shop gewesen, als Sie das von den 1980-Klausel hörten. Hier rein. Das ist also hier, wo das Leben anfängt, richtig nett zu werden, im Trubel von London. Nein. Sie werden Ihren Londoner Trubel im eigenen Zimmer veranstalten. Oh, nun erzählen Sie mir bloß nicht, dass Sie Ihre Jungfräulichkeit für einen Tommy aus der Autobranche aufheben. Für einen Jonathan. Nikolas. Quentin. Er ist nur Generaldirektor. Was haben Sie für ein Motiv, das Sie mir helfen wollen? 50-50. Das ist mein Standardmotiv. 50-50? Sehen Sie das? Was ist das? Adresse und Name des Käufers Ihrer Stühle. Machen Sie auf! Wo ist der? Da, wo Sie mit Anstand nicht ran können. Ich besitze keinen Anstand. Geben Sie den Zettel her. Oder ich hole ihn mit Gewalt. Nein, hören Sie auf. Sie kriegen den Zettel doch nicht. Du Kröte, gibst du ihn her? Hilfe! Ich muss doch um Ruhe bitten. Du solltest doch deinen Londoner Trubel bei dir veranstalten. 50-50 auch darin. Leider habe ich nur groß, kein Kleingeld. Reicht auch, nicht? Mach auf, Alter. Halt! Warte! Sie hinterher! Schnell! Jackie, wenn Sie ihn jetzt verlassen, führt das bei ihm zu einem völligen Zusammenbruch. Was juckt's mich? Zwar von mir nehme ich mit. Wirst es ja nicht vermissen, Dickerchen, ne? Grässlich, wenn du so herzlos mit mir sprichst, meine geliebte Jackie. Sehen Sie doch nur seinen Zustand. Sie sind sehr kurzsichtig. Jetzt sagen Sie, dass ich kurzsichtig wäre. Ich denke, Sie sind Psychiater und nicht Optiker. Du bist herzlos, Jackie. Du bist hart wie Stein. Immer noch besser als ein Charakter aus Pudding. Lassen Sie ihn noch. Er macht eine Leidensphase durch. Nein, das hast du mir geschenkt. Zum Valentinstag. Ich schneide mir den Puls auf. Vor deinen Augen schneide ich mir die Pulssachen auf. Du bist aber nicht gerade über den Teppich. Leb wohl, meine einzige Geliebte. Warten Sie, Bennett, dazu haben Sie noch eine Sekunde Zeit. Ich will nur meine Stühle zurück. Quatsch. Die Galerie ist geschlossen. Mr. Bennett befindet sich in den Wehen einer emotionalen Krise. Da befinden wir uns alle.
Tatsächlich? Dann brauchen Sie psychiatrische Hilfe. Oh, kann ich dir nicht in irgendeiner Weise behilflich sein? Ich tue alles, was du von mir verlangst. Ich suche eine nackte Frau. Oh, schrecklich. Das sieht für mich nach einem arbeitsreichen Tag. Hey, halt mal, wo sind die anderen Stühle? Wie sanft ist der Biss eines Tigers gegen den einer undankbaren Schlange? Wie viele Stühle haben Sie verkauft? Vorsicht, nicht so grob. Wo bringt der Mann die Stühle hin? Nicht doch ins Lager. Zwei Stühle schenkte Bennett mir. Und ich gab einen Stuhl meiner Rosi. Wie konntest du nur gerade Rosi? Rosi? Wer ist Rosi? Ihm gehört das Geschäft drüben. Ein Stuhl? Sie kennen Rosi nicht. Wie viel haben Sie verkauft? Lassen Sie mich mit den Stühlen in Ruhe. Ich will nur eins. Meine geliebte Jackie. Wie viele Stühle haben Sie verkauft? Sie erlauben. Nur einen an den Botschafter von Obermakabia. Der ging nach Paris. Nach Paris? Vorsicht, Vorsicht. Aufhören! Sind Sie verrückt? Sie knicken eine Blüte des britischen Kunsthandwerks. Hä? Das ist Vandalismus. Du wolltest mich wohl aufs Kreuz legen, hm? Dass du dich heimlich aus dem Hotel schleichst. Ich wollte mir nur meine 50% verdienen. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir von jetzt an immer hübsch zusammenschleichen und zusammen verdienen. Fummel nicht immer mit dem Rasiermesser rum. Ich habe nur eine Nase. Da steht unser Stuhl. Komm. Tag. Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun? Oh, Sie liebste Lass, den Herrn werde ich bedienen. Ach, Sie sind. Wenn Sie immer noch eine nackte Frau suchen sollten, die haben wir bestimmt nicht auf Lager. Nein. Mich interessiert das Ding, das da oben hängt. Ah, die kugelsichere Diabolikweste. Dürft auf Ihre süße Figur passen. Darf ich Sie mal sehen? Für Sie würde ich sogar aufs Dach steigen. Geh mit und beschäftige mich. So lange du kannst. Mein Mann ist 1,95 groß und hat mächtig breite Schultern. Ach, ist das herrlich. Bestimmt passt die Weste. Was der für einen Verschleiß an kugelsicheren Westen hat. Ich kann so viel gar nicht dran schaffen. Hey, Sie! Sind Sie verrückt? Ein Barbar ist das. Was hat er denn gemacht? Hier hereinmarschiert und schlitzt um sich herum wie Attila der Hunde. Das kannst du alles dem Polizeiinspektor erzählen, nicht mir, Inspektor. Inspektor McPherson. Sir? Oh! Wenn's auch geschönert ist. Diesen Mann muss die ganze Bucht des Gesetzes... Vorsicht, Inspektor, fassen Sie ihn nicht an. Er ist ein sehr kranker Mann. Ich bin sein Arzt. Was der da gemacht hat? Das ist doch nicht sein Stuhl. Der gehört Mr. Bennett. Ach, was wird nur Bennett dazu sagen? Mit absoluter Gewissheit nichts Vernünftiges. Kommen Sie mit in meine Praxis, ich will Ihnen helfen. Das Erste, was wir brauchen, ist eine genaue Diagnose. Kleinen Moment, bitte. Dr. Diefenbeker, kommen Sie bitte zu mir. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Danke, Schwester. Der Stuhl ist für den Kranken das klassische Symbol des Mutterschutzes. Den er zerstören will. Hoffentlich attackiert er nicht auch noch die Couch. Der Patient hat einen der neuen Stühle aufgeschlitzt. Deswegen ist er ja hier. Schreiben Sie den Stuhl auf die Rechnung. Führen Sie ihn bitte herein. Der lässt bitten. Ja, gern. Jetzt kommt es.
Ich komme wegen Mr. Barrett. Ich weiß, es steht nicht gut um ihn. Vielleicht wirken Sie beruhigend. Ja, das tue ich sehr. Er braucht jemanden, der die Last mit ihm teilt. 50-50. Eine junge Frau, die schlitzt den anderen Stuhl auf. Epidemisch. Die Seuche scheint sich auszubreiten. Mist. Dann muss das ansteckend sein. Das ist das Ende unserer Polsterkunst. Die Vernichtung unserer Wohnkultur. Wir müssen den Mann isolieren. Er ist Bazillenträger. Wo ist er? Eben saß er noch hier. Unter der Couch. Und wo ist das Geld? Das Geld? Wo ist es? Ich hab's nicht gefunden. Du hast es. Ich hab den einen aufgeschnitten. Du hast den anderen aufgeschlitzt. In meinem war's nicht. Also bist du das miese, dreckige, betrügerische Schwein. Vorsicht! Es muss im ersten Stuhl gewesen sein, denn sonst hättest du den zweiten aufgerissen. Also wo ist es? Ha, mach weiter mit deinem Affentheater. Mir imponiert das nicht. Wenn ich wirklich das Geld gefunden hätte, wäre ich längst über alle Berge, anstatt hier mit dir herumzuschlittern. Du? Du bist ja auch getürmt. Du bist davon gelaufen wie der Teufel. Hier nach. Du hast den zweiten Stuhl aufgeschnitten, also hast du auch das Geld. So ist es. Her damit. Du, lass meine Sachen. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es dir in dein dreckiges Gesicht schmeißen, du fieser, widerlicher Kerl. Du Schuft, du Lump. Lass das sein. Wenn ich es hätte, würde ich dir eine Kiste Champagner kaufen. So bin ich. So blöde bin ich, aber so ein guter Mensch. Ich pfeife auf deine Kiste Champagner. Ich will mein Geld. Dafür werde ich sorgen, dass du es nicht trinkst. Ha, du gibst es zu. Du willst alles behalten, du Schwein. Ich habe kein Geld. Du hast es aus dem zweiten Stuhl. Ich habe es nicht, ich habe es nicht. Doch hast du es. Ach, du Lügner. Du lügst. Ach, du deine Gänge, was wir zu tun haben. Warte. Hey, hey, warte. Nein. Psst. Was heulst du denn so? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Du hast wie eine Sirene losgeheult. War das ein Traum? Okay, okay. Nun ist es vorbei. Zigarette? Ein furchtbarer Augenblick. Was war so furchtbar? Die Olympiade. In Rom. Ich war der letzte Läufer in der Fackelstaffette. Der Schlussmann, der das Feuer anzünden sollte. Ich umjubelt auf der ganzen Strecke mit Blumen überschüttet. Und da stolpere ich. Und da geht das verdammte Ding aus. In der ganzen Welt mein Bild auf den Titelseiten. Mit dem Finger haben die Leute auf mich gezeigt. Mein armer Mario. Das ist wirklich eine geniale Begabung, in die ausgekochtesten Schwierigkeiten zu kommen. Das siehst du allein an den Stühlen. Hör zu, Mario. Ich bin bereit, dir zu glauben, dass du das Geld nicht gefunden hast. Und ich glaube von dir dasselbe. Also geht die Jagd weiter. Gut. Und wir werden es finden. Wir müssen. Es wird doch noch ein Wunder geben. In diesem miserablen, wurmstichigen Scheißleben. Du sagst es. Darauf warte ich die ganze Zeit. Das wollte ich schon lange. Dann tu's doch sehr lange. Danke. Wach auf. Um 11.15 Uhr geht die Maschine nach Paris. Ich habe einen Platz für dich. Paris? Ja, der Stuhl in der Obermakabia-Botschaft. Du weißt doch. Darf ich fragen, in welche Angelegenheit wünschen Sie Botschafter zu sprechen, Mr. Biretti? Nickelminen. Ich bin arbeitsloser Bergbauingenieur. Dann wünschen Sie Visum für Obermakabia. Ganz recht, das hätte ich gern. Ein Visum. In diesem Fall müssen Sie gehen zur Konsulatssekretärin. Sehr gern. Hoffentlich ist sie nicht zu Tisch. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie, Mr. Beretti? United States, Amerikaner. Ah, dann brauchen Sie Visum nicht. Obermakabia heißt alle Amerikaner willkommen. Desgleichen alle Russen und ebenso alle Chinesen.
Ich habe leider meinen Schirm vergessen. Da ist er ja. Pardon, Monsieur, c'est à moi. Oh, das tut mir leid. Ich habe genau den gleichen. Nein, das ist meiner. Vielleicht können wir ihn gemeinsam benutzen, wenn Madame mit mir essen gehen möchten. Bedauere keine Zeit. Aber das dauert doch nur eine halbe Stunde. Monsieur. Hören Sie, Madame, diese Botschaft ist nicht etwa immer eine Botschaft gewesen. Es gehörte mal einem Konzern. Hier. In diesem Haus vor mehr als 30 Jahren hat mein Papa meine Mama kennengelernt. Aha. Dort, in dem großen Büro, jenseits der Halle, das ist der Platz, wo ich damals... Geboren? Gezeugt wurde. Ach, wie romantisch. Sie haben sich wohl sehr geliebt, hä? Wer? Ihre Mama und Ihr Papa. Wenn Sie sogar schon im Büro, ach, Sie dachten, beim Telefon geklingelt. Ja, das ist natürlich... Aber das war anders. Das war damals ein Atelier. Ein Studio? Ja, ja. Papa war ein Bildhauer. Sie stand im Modell und war natürlich nackt. Dabei fiel sie von der Leiter. Er beugte sich über sie, um zu sehen, ob sie sich verletzt hätte. Da hat er sich wohl zu tief gebeugt. Wie romantisch. Sie haben so sensible Hände. Sind Sie auch Bildhauer? Wenn Sie vielleicht Modell stehen würden, könnten wir vielleicht die ganze Episode rekonstruieren. Im selben Raum? Warum nicht? Das wäre doch wundervoll. Wo ist meine Handtasche? Was machen Sie denn? Sie sind ja jetzt schon ganz aufgeregt. Gestatten? Ich kann es. Bitte? Gute Nacht. Ich bin aber verlobt. Ich auch. Dann ist ja alles okay. Eine Sekunde. Jemand hier? An den Herrn dort an der Säule. Bitte der Herr erst nach der Auktion zur Kasse. Nun, meine Damen und Herren, das nächste Los aus unserem Katalog Heppelwhite. Darf ich um ein Gebot bitten? Schätzung 150. Und 10. 160 die Dame, 160, 165, 165, 170, 70 doppelt, 75, 80, 80 doppelt, 185, 90, 195. 200, 200, 200 Pfund und 10, 210 für die blonde Dame.
210 Pfund. 220. 220 Pfund. 220 zum ersten. 220 Pfund nicht zum zweiten. Ja. 220 Pfund zum dritten. Und verkauft. Der Gentleman dort hinten. 220. Pat. Wenn noch mal zur Besichtigung eine Pause gewünscht wird, eine Minute. Wie sollen wir das nur bezahlen? Ich habe meine Kleider versetzt. Pat, wie konntest du? Das will ich dir sagen. Wenn wir die 100.000 finden, gleich in welchem Stuhl, kannst du mich von der Haut an nach außen in Nerz kleiden. Wir haben es geschafft. Ja, aber du weißt doch, was man sagt. Geld allein macht nicht Wer glücklich. Sagt das? Die keins von beidem haben. Oh, dann ist es bloß Neid. In gewisser Hinsicht wird mir die Armut etwas fehlen. In welcher Hinsicht wird dir die Armut fehlen? Wir gehen nicht mehr jagen, kriechen nicht mehr in dunkle Ecken, um uns an einen Stuhl ranzuschleichen. Ich fürchte, dass uns manchmal die dunklen Ecken fehlen werden. Nein, mir nicht. Ich glaube, dich lockt nur das Abenteuer. Das werde ich am meisten vermissen. Was für ein Abenteuer? Dieses hier. Reiche Männer haben es in dem Punkt sehr leicht. Oh, trotzdem. Verzeihen Sie, eine Frage. Haken. Nehmen Sie ihn mit oder sollen wir ihn schicken? Was ist das? Den haben Sie doch eben gekauft, Schätzchen. Nein, wir haben Los 117 gekauft, die Heppelwhites. Ja, ist richtig, Los 117. Büste von George Heppelwhite, bedeutender Möbeltischler des 18. Jahrhunderts. Ach, du Gerechter. Wir wollten die Stühle. Welche Stühle? Die Heppelwhites. Die sind inzwischen verkauft, werden gerade in die beiden Lieferwagen geladen. Zwei Lieferwagen? Wieso zwei Lieferwagen? Das Los ist geteilt worden. Bitte sehr, geben Sie ihm ein gutes Heim. Du siehst dir wohl nie an, was du kaufst. Oh, aber du vielleicht. Du bist doch die Expertin. Was ist mit den 220 Pfund? Du hast den Fehler gemacht. Es war aber mein Geld. Und es waren meine Stühle. Albert? Albert? Ja, hier. Ach du. Hier, Albert, stell fest, ob alles drin ist. Ist wirklich alles dran? Ja, bestimmt. Bloß kommt das nicht zur Versteigerung. Wenn du dir es anders überlegst, dann lass es mich wissen. Anhalten, anhalten! Albert, stopp, stopp, anhalten! Hält nicht mal ein bisschen was aus. Der wird verrückt, wenn er das hört. Hä? Wer? Macau, mein Chef. Der bringt mich um. Na und? Der eine Stuhl. Sagst du einfach, es war ein Stuhl weniger. Du bist ja ganz verdattert. Komm, ich hab was im Wagen, das hilft. Hier ist die... Nein, doch nicht. Oh, danke. Da ist doch Dreck so ein Stuhl, wie der zerkrümelt ist, als ob... Hey, bleib hier! Das ist Medizin und kein Wasser. Der Chef schickt ausdrücklich mich nach den Stühlen. Reg dich endlich ab und mecker nicht ewig wegen des Scheißdings. Hm? Fahren Sie da. Entschuldigen Sie bitte. Meint ihr mich? Könnte einer der Herren mir helfen? Aber ja, ich sicher. Mich ein Stück mitnehmen. Wo wollen Sie hin? Wo fahren Sie hin? Du, ich fahre ja nach Halte Klappe. Der hat keinen Platz. Kommen Sie. Back. Geht in Ordnung. Ich fahre in die Nähe von Marble Arch. Kommen Sie rüber. Ja. Sie sind ein Gentleman, Sir. Oh, das ist mein Name. Du, Dicky, du kannst mich auslotsen. Nur über meine Leiche. Aber das ist mir zu holprig. Ich habe eine Dame an Bord. Sie lesen viel. Ja. Mein Name ist Lust. Meine Güte, was sagt Ihre Frau, wenn Sie sowas lesen? Die sagt, Olli, schneller, ich will's auch lesen. Das handelt von einem Mädchen, die ist in einer Klosterschule und eines Nachts kriegt sie so komische Gefühle. Schluss war der Kerl ihr Bruder. Ihr Bruder ist ja furchtbar. Mir war das egal. Ihr hat die Sache großartig gefallen. Ist ja allerhand.
Oh, halten Sie da vorne, ich möchte ein Eis. Eine Tüte. 3 Pence. 3. Danke. Wollen Sie keins haben? Nö, danke, ich muss fahren. Ach. Ich finde es schön hier in der Sonne. Wollen wir uns nicht setzen? Nee, dazu werden wir keine Zeit haben. Ich werde Ihnen das nächste Kapitel erzählen. Da sind Sie auf einer Orgelempore, so eine Art Galerie. Die 2 Mädchen sind da und der Mönch und die Gräfin spielen in dunklen Orgel. Und das kriegt sie... Sie haben doch gesagt, die Gräfin hätte ein Holzbein. Ja, ich weiß, das ist eine elektrische Orgel. Und da packt der Mönch ihr Holzbein. Steigen Sie schnell ein, ich erzähle Ihnen gleich weiter. Sitzen Sie so gut? Und dann hat er sie mit dem Holzbein gemacht. Aber das ist doch anatomisch völlig unmöglich. Trotzdem hat er sie gemacht. 2 Mal. Der Mönch? Auf der Orgelbank. Und eine Gehirnerschütterung. Tag. Guten Tag. Tag. Tut mir leid, mein Guter. Die Dame kann Sie im Moment nicht empfangen. Macht nichts, Sie genügen mir auch. Ich? Ja. Wenn Sie hier quittieren. Also weiter. Dann treffen die beiden Mädchen den polnischen Grafen in einer verlassenen Ziegelei. Da hält er sich einen weiblichen Ameisenbär namens Gregory. Der ist aber nicht lesbisch. Und da hat der Mönch in der verlassenen Ziegelei... Ich fürchte, ich komme aus einem etwas merkwürdigen Anlass. Das macht nichts. Die Dame ist gleich frei. Danke. Dann verlassen die Mädchen den Millionär, besteigen das heitere Känguru und lassen die Boa Constrictor aus dem Zwinger. Hier ist es. Hallo, hier unterschreibt. Hier? Ja. Hallo. Oh. Ich werd verrückt. Du hier, Patricia. Stanley. Jetzt. Und auf. Ist das dein Laden? Das ist er. Und du hast diese Stühle? Ersteigert. Dann werden wir ein hübsches, langes Gespräch Bitte? Führen. Bitte? Wollen Sie nicht das Ende von der Geschichte hören? Der Film kommt ja sowieso bald raus. Der läuft schon. Mein Name ist Lust? Nein, der hat einen neuen Titel, einen ganz anderen Titel. Und wie heißt er jetzt? Die Nonne, die es sich abgewöhnt hat. Ah. Na denn. Ciao. Entschuldige, dass ich dich warten ließ, Darling. Jetzt ist es soweit. Mhm. Ja. Du warst vorher noch nie hier, wie? Nein. Ich bin Judy. Und wie heißt du? Du brauchst nicht zu sagen, spielt keine Rolle. Na, und nun? Wie hast du es am liebsten? Da, der Stuhl. Ich weiß, das wird dir vielleicht sehr merkwürdig vorkommen, aber ich schlitze so gerne Stühle auf. Den Stuhl? Nein, nicht den. Den da. Aber das ist ausgerechnet ein neuer Stuhl. Wenn du dabei fertig wirst, Darling... Ist es auch alles? Nein, 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 ich muss drin wühlen können. Ach, das wollen Sie alle. Und was habe ich dabei zu tun? Soll ich dich dabei...
Nein, 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 da brauchst du nichts, wirklich nichts zu tun. Geht es also von selbst? Ja, ja, Judy, ich weiß, das ist nicht alltäglich, es ist eine seltsame Tour. Das ist alles so kompliziert, es ist kaum zu erklären. Ach, Darling, du brauchst dich nicht zu genieren. Ich habe Kunden, die sind komplizierter. Den Mittwochabend, der an denen solltest du erleben. Ich danke vielmals, du bist sehr gütig. Natürlich werde ich dich dafür gut bezahlen. Selbstverständlich zahlst du. Wir sind doch hier nicht beim Roten Kreuz. Ja. Meinst du, dass 20 Pfund genügen? Oh, wunderschön. Und noch ein paar Schilling für das Mädchen. Das Mädchen? Ich habe eine Menge Unkosten. Ach so. Eins, zwei. Sehr lieb. Oh, brauchst du dazu ein Messer? Nein, nein, nein. Danke sehr. Ich habe mein eigenes. Ja, natürlich. Das hätte ich mir denken können. Also dann, gute Verrichtung. Für dich eine Art Körperschaftssteuer. Danke. Ja, bitte. Oh, das ist ja verdammt schnell gegangen. Bist du nun erleichtert? Ja, vielen Dank. Hauptsache, es hat dir gefallen. Ja. Du bist mir nicht böse. Ich will nein, nicht drängen, nein, ich doch, vielen weißt Dank. Du... Ich sage auf Wiedersehen. Jederzeit, Darling. Ehrlich gesagt, die Tour ist bisher noch nie verlangt worden, aber es gibt ja noch mehr Stühle. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht wird das modern. Kann sein. Bye-bye. Wann sehe ich dich, Darling? Hast du lange warten müssen, Darling? Sag, Darling, hast du besondere Wünsche? Ja, ich habe ein Verlangen. Das ist sehr eigenartig. Und das ist in einem der Stühle? Du hast vier davon im Geschäft und die musst du mich mal untersuchen lassen. Das tust du doch nicht, wahr, Stanley? Dein Vertrauen ehrt mich. Wenn ich nun aber selbst nachsehe und es für mich behalte. Das tust du nicht. Warum nicht? Weil du so wunderschöne meergrüne blaue Augen hast. Du hast dich geändert. Als wir beide uns das letzte Mal sahen, hast du mich einen egomanischen, arroganten, dummen Idioten genannt. Ja, das kann sein, nur ich war der Idiot. Hast du mich vermisst, Stanley? Wir wollen nicht sentimental werden. Komm, lass uns gehen. Eine Minute noch. Na gut. Na, Wetter. Das ist ein toller Laden gegenüber meiner letzten Rumpelkammer. Warum wirst du nicht hierbleiben? Ich brauche ein hübsches Mädel, das die Kunden ablenkt, während ich sie aufs Kreuz lege. Wenn das deine Geschäftsmoral ist, vielen Dank. Außerdem hast du ja jemanden. Sie heiratet Donnerstag und zieht dann zu den Orkney-Inseln. Da ist der Turner. Ich habe einen Kunden, der in alles Englische aus dem 18. Jahrhundert vernarrt ist. Und ich möchte ihm gern diesen Turner verkaufen. Deshalb schicke ich ihm die Heppelwhites als kleine Aufmerksamkeit. Die Heppelwhites? Wo sind sie? Babs, wo sind die Heppelwhites? Die sind unterwegs. Unterwegs? Wohin? Zum Flughafen. Flughafen? Wo fliegen sie hin? Ich sag dir doch, zu dem Kunden nach Italien. Italien? Ich fliege mit. Um 4.30 Uhr. Oh. Wenn dir die Sache so wichtig ist, dann kannst du mich ja begleiten. Hat sie nicht gesagt, wo sie hin wollte? Sie kam heute Nachmittag mit einem Herrn und hat mir nur aufgetragen, Ihnen das zu geben. Danke. Vergiss nicht Macaus Theater des makabren Pet. Ich erwürge dieses Mädchen, wenn ich es kriege. So, kleine Narrin, du entdeckst sie nicht, meine Geheimnisse. Ignoto! Ja, Meister. Nein, sie kommt nicht in die Kerkergewölbe. Dies frische, junge Fleisch ist reif für meine Maschine. Brennt ihr das junge Fleisch von ihren Knochen?
langsam durch mit allen Martern. Hilfe, Gnade! Denn ich bin böse bis ins Mark. Ich bin kein Mensch. Ich bin nicht Jack Hill. Ich bin Mr. Hyde. Chef, was machen wir? Wir haben keinen Polizisten. Ah, hier kommen meine hübschen neuen Stühle. Der Polizist fehlt uns. Der Polizist. Halt, steh. Ja, du. Du bist ein Geschenk der Götter. Hol für ihn die Polizistenuniform her. Was ist denn mit dem los? Der ist ja aufgeschnitten. Wer hat das getan? Na, lass das jetzt. Der ist in Ordnung. Bitte? Du bist wegen der freien Stelle hier, die Vorstellung? Nein, deswegen. Ich komme nicht wegen der Stelle. Ich komme wegen der Stühle. Die gefallen dir wohl auch. Freut mich. Ein guter Freund hat sie für mich auf einer Auktion erstanden. Er richtet mein neues Landhaus ein. Ein süßes Haus unten in Surrey. In der Zwischenzeit können sie unserer Ausstattung einen Hauch von Kultur geben. Und du, wie ist dein Name? Mario Beretti. Macht nichts, mein Lieber. Das lässt sich ändern. Kannst du richtig polstern? Polstern? Nein, ja doch. Ich weiß, du bist Schauspieler. Ich werde dir natürlich keine Gage bezahlen. Ich möchte keinen Stunk mit der Gewerkschaft. Du spielst ja nur mit, um zu lernen. Dann lerne also erst mal deinen Text. Als Polizist hast du zu sagen, Sir, ich könnte schwören, ich habe das Monster gesehen. Da, in den Hortensien. Wiederhole. Ich souffliere. Sir, ich könnte schwören, ich habe das Monster gesehen. Da, in den Hortensien. Was tust du da? Ich will polstern. Sie wollten doch den Stuhl in Ordnung gebracht haben. Da habe ich mir gedacht, nimmst du den mit und studierst ihn als Modell, damit der andere genauso wird. Studierst erst mal deinen Text. Du hast Theaterblut. Also, Sir, ich könnte schwören, ich habe das Monster gesehen. Sir, ich könnte schwören, ich habe das Monster gesehen. Ja, in den Hortensien. Die sind weg. Alle beide sind weg. Was hat er denn? Ja, sie werden draußen etwas unruhig. Ha, immer wieder derselbe schmierige, dreckige Haufen. Sture, blöde Gesichter. Nicht den Mut verlieren. Wo ist der Kerl hin? Ouvertüre. Irgendwie wird es schon klappen. Hey, aufhören! Was machen Sie da? Oh! Hey, was wollen Sie von mir? Bring den Bus und den Chef. Du mich los und nimmst du deine widerlichen Pfoten von mir, diese eklig behaarten Pranken. Ich kann es nicht vertragen, dass dieses Tier mich anfasst, meine zarten Körper. Ich bin so sensibel. Auch so ein Idiot, der Schauspieler werden will. Hilfe, lass mich los. Du Affe, du. Der Teufel, Hilfe. Er hat die Requisiten zerschnitten mit einem großen Messer. Chef, sehen Sie, er hat den Stuhl aufgeschlitzt. Stuhl aufgeschnitten? Der hat wohl einen Tick, der Junge. So verrückt können nur Menschen werden. Sperrt ihn bis nach der Vorstellung ein, dann holt ihn die Polizei. Hier ist ein Polizist. Henry, bist du betrunken? Der Mann ist ein Schauspieler. Das hat er mir jedenfalls versprochen. Wenn du mich so zart auf den Armen trägst, habe ich es gern. Aber so brutal wie vorhin war auch nicht. Ah! Den Teppich schnell rüberrollen. Psst, macht schon. So ist es richtig. Und die Falten glatt streichen. Das ist der letzte Gute, mein Lieber. Der dürfte hier sicher sein. Bühne frei. Saallicht ausschalten, Grünerspot für den Chef. Du gehst raus und sagst, wir sahen das Monster dort in den Hotel. Ja, wir sahen das Monster doch dort in den Hotel. Idiot. Das arme, elende, frostzitternde Bettelweib bot mir ein Blumensträußchen an. Ich schlug sie nieder, zertrat ihre Finger mit meinen groben, genagelten Schuhen. Wo ist der Polizist? Wo ist der Polizist? Dann lief ich zur Kapelle, schrieb Gotteslästerungen
Auf die heiligen Bücher! Hier, Fortescue, dein vertrauter Freund. Ein Polizist steht neben mir. Öffnet die Tür! Im Namen des Gesetzes! Ein Polizist? Er darf mich hier nicht sehen als Mr. Hyde. Das Gegengift! Das Gegengift! Das Gegengift! Von diesem Trunk nur wenige Tropfen und ich vergehe. Oh. Schicht auf meine Seele legt. Ja, Offizier. Ja, Offizier. Mach schon das Buch raus, kurz, geh. Ah, hier ist er ja, der gute alte Bursche. Aha, Sie sagen, Sie könnten schwören, Sie hätten das Monster gesehen? Ja. Wo? Ich könnte schwören, ich habe das Monster gesehen in den Hortensien. Wo, Sergeant? Ja, in den Begonien. Und wo ist mein teurer Freund Lord Fortescue? Hier, Jekyll. Ja, teure Lady Teasington, bezähmet euren Schmerz. Eurer Schwester ist nichts zugestoßen. Hey, Sergeant. Ich sah das Monster in das Schloss eintreten. Ich sehe nicht ein, was mich das interessieren soll, Sergeant. Gewiss haben sich die Büsche dort bewegt. Das schon. In den Begonien. Hortensien. Hortensien. Was? Nein, Hortensien. Hortensien war es. Ist das nicht gleich, Begonien oder Hortensien? Bleibt ruhig, teure Lady. Es ist ein Baby in den Bergen. Gewiss zur Stärkung ein Sherry. Sergeant, ihr sagt, das Monster hätte das Schloss betreten? Seltsam. Wo bleibt mein Diener mit dem Sherry? Ich habe die ganze Zeit allein in meiner Bibliothek gesessen und zog aus meinen Büchern Trost, so gut ich konnte. Wer trinkt ein kleines Schnäpschen? Hart rechts, süß links. Ich bin der Butler von der Arbeitsvermittlung. Trinkt ein, der lässt auf eurer Brust die Haare wachsen. Oh. My Lady? Den Stuhl trage ich ins Dorf hinunter zum alten Fritz. Er kann ihn neu beziehen. Das wirst du nicht. Lass mir keiner machen, ihn anzurühren. Der Verrückte hat ein Messer. Wer ist denn der? Ich bin Jake the Ripper! Denkst du nicht? Nein! Vorhang! Du Arsch! Lässt du mal los! Oder ist der auch loslassen? Der Stuhl! Aber tut das mir! Gehört mir! Ladies and Gentlemen, ich bitte Sie um gütige Nachsicht und Milde wegen der verschiedenen Paten. Im Zeitalter der Technik. Oh! Es bleibt und wenn ich dich vergewaltigen muss! Ich bring dich um, wenn du nicht loslässt! Ja, Geliebter, bring mich um! Aber lass mir das Geld, was in dem Stuhl ist! Vorhang! 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 Nun zieh doch schon! Du verdammter Narr! Gibst du mir meinen Stuhl? Die Hymne! Schnell, 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 schnell! Zieh endlich den Vorhang!
wieder nichts. Da! Erster Klasse gereist. Es war herrlich. Du hast eine süße Art, dich wie ein Kind über alles zu freuen. Sieh mal, sie haben meine Stühle schon ausgeladen. Ob man hier ein Messer schleifen lassen kann? Nicht so hastig. Du kannst sie sezieren, so wie wir im Hotel sind. Aber nur in Gegenwart eines qualifizierten Polsterers. Du! Mr. Duncan, willkommen in Italien. Commendatore. Darf ich bekannt... Ihre Verlobte? Ja, und meine neue Partnerin. Vero? Una di quelle mi sembra più pesante delle altre. Du musst was tun, Stanley. Was soll ich tun? Darf ich Ihnen behilflich sein? Signore, passare liberamente per la dogana. Quelli. Der ist in Ordnung. Der schafft es. Der ist hier ein ganz großes Tier. Questo io prendo subito con me. Wie groß? Sehr groß. Das werden wir hier sehen. So, darf ich bitten? Gestatten. Oh, danke. Stefanella! Meine Tochter Stefanella. Was für hübsche Stühle. Sie waren für ihr Büro bestimmt, als Kontrast zur Turner-Landschaft. Oh nein, dafür sind sie viel zu schade. Wir nehmen mindestens zwei ins Haus. Die beiden kommen in meinen Wagen. Sie, si, Signorina. Wenn gnädigste nichts weiter zu erledigen haben, schlage ich vor, wir fahren nach Haus. Ja, aber fahren wir nicht besser zuerst ins Hotel? Unmöglich. In Italien gibt es für Sie nur eine Unterkunft, meine Villa. Ich möchte keine Umstände machen. Ich bitte Sie. Meine Villa ist geräumig und so schön. Es fehlen nur noch Sie als Krönung der Schönheit. Warten Sie. Ich habe einen Swimmingpool neben der Villa. Da können Sie sich herrlich entspannen und ausruhen. Bitte, nur noch eine Minute. Nein, Sie sind unser Gast. Stefanella, du nimmst Miss Patricia mit. Mr. Duncan, Sie kommen mit mir ins Büro. Sie die Stühle hinstellen. Ach, da findet sich schon irgendwo ein hübsches Plätzchen. Ich muss Ihrem Herrn Vater recht geben. In diesem Haus muss man sich einfach wohlfühlen. Du bist sehr hartnäckig. Das dürfte kaum die geeignete Stimmung sein, um Stühle aufzuschlitzen. Du kennst die Geschichte nicht ganz. Mit 50% von dem, was in dem einen Stuhl ist, habe ich ausgesorgt. Patricia, ich glaube nicht an vergrabene Schätze. Ich habe die alte Laura Beretti gekannt. Die hat immer versucht, ihren Schrott als echt zu verkaufen. Alles war Tinef. Und warum hast du es mir nicht gesagt, wenn du es gewusst hast? Weil du sonst nicht nach Italien mitgekommen wärst. Danke. Lass doch deinen Sexbarbier fallen und mach ein Abkommen mit mir. Warum massakrierst du die Zitronen? Ich biete dir 50% meiner Bond Street Galerie. Und 100% von deinem zukünftigen Partner. Ah, heißt das, du machst mir einen Antrag? Einer Frau wie dir macht man geschäftliche Angebote, keine Anträge. Erwartest du, dass ich dabei rot werde, wenn du das sagst? Ist dir kalt? Soll ich dir etwas Warmes umlegen? Was? Mich. Thank you.
wäre billiger und einfacher gewesen, ihn anzurufen. Nein, sowas muss man sich von Angesicht zu Angesicht sagen. Meinst du? Bei der Hochzeit wäre auch noch Zeit gewesen. Pat! Pat! Ich hab dich tagelang überall gesucht, mein Darling. Wo warst du? Da steht's dran. Was? Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Es ist wundervoll, dass du da bist. Hör zu, ich habe in London 4 Stühle abgehakt. Bleiben jetzt nur noch 4. Und wo die sind, weiß ich. Ohne zu schwindeln. Warum du immer meine Worte anzweifelst? Ach, das meine ich nicht so. Jedenfalls, wenn du weißt, wo sie sind, gibt's kein Problem mehr. Oder? Doch. Ein sehr großes Problem sogar. Ja, Stanley. Er will mich heiraten. Dann wirst du bei deiner Tüchtigkeit bald eine Kette Galerien haben. Kann sein, ich will die Möglichkeit nicht ausschließen. Jedenfalls ein besseres Geschäft als die Heppelwalds. Wahrscheinlich. Für eine Frau wäre es dumm, sowas abzulehnen. Ja, dann. Leb wohl, Mario. Leb wohl, Pat. Du hast nicht gewartet, bis der Wecker klingelt. Hm? Du willst doch nur rauchen, wenn es alle halbe Stunde klingelt. Oh, das war mal von mir so eine verrückte Idee. Das ist eine gute Idee. Zu Mr. Beretti, bitte. Zimmer 33. Möchten Sie ihn anrufen? Ja, das genügt. Augenblick. Zimmer 33. Tier. Du bist ein böser, böser Hund. Was ist denn, Stefanella? Ach, der Stuhl. Oh, hast du es wieder getan, Othello. Du sollst doch nicht immer kratzen. Wir müssen ihn gleich rüberbringen lassen zu dem alten Polsterer. Wenn Sie gestatten, meine Mutter hat einen hervorragenden Kunststopfer, einen Mann in Paris. Der hat Wunder vollbracht bei meinem Maserati. Nein, danke, François. Wir haben einen guten alten Polsterer, ganz in der Nähe. Ich rufe ihn gleich an. So energisch. Sagen Sie ihm, ich habe einen Empfehlungsbrief von Mr. Stanley Duncan. Subito, Signore. Pronto? Pascalino è per te. Hallo, Pascalino. Ich habe wieder 2 Stühle. Ja, ist gut. Komme. Ich weiß nicht, ob Mr. Duncan es Ihnen gesagt hat. Ich bin sein neuer Partner. Noch ein neuer Partner? Dann muss er sehr erfolgreich sein. Darf ich vorstellen, François de Montpensier, der Verlobte meiner Tochter. Und das ist Mr. Nennen Sie mich schlicht und einfach Jackie, wie meine Freunde. Sehr angenehm. Ja, könnte es werden. Wie geht's Mr. Duncan? Oh, er ist in einer furchtbaren Lage. Die Heppelwalds, die er Ihnen verkauft hat. Er befürchtet, es war ein schlimmes Bubu. Bubu?
Vielleicht sind sie nicht ganz echt. Die winzige Möglichkeit besteht. Mein Freund ist verzweifelt. Oh, das ist doch nicht wichtig. Das ist sehr wichtig. Einem Mann wie Ihnen dürfen wir doch keine Fälschungen andrehen. Nein, wir bestehen darauf. Worauf? Die Stühle wieder zurückzukaufen. Danke, sehr liebenswürdig. Sie sind mein. Sie sind mein, Sie sind mein. Bin ich doch klein, sind Sie doch mein. Ach, die Stühle, die sind mein. Strolch! Ich habe sie gekauft und bezahlt. Oh. Lassen Sie los, das sind meine. Patricia, wunderbar, dass du wieder da bist. Dein neuer Partner ist vor wenigen Minuten fort. Es ist alles arrangiert. Er hat die Stühle wieder mitgenommen. Ja, ich weiß, es war sehr lieb von dir. Aber leider hat Stefanella darauf bestanden, sie sich wiederzuholen. Sie hat sie... Ja, sie hat. Überlass das mir. Mädchen in ihrem Alter sind oft sentimental und hängen an den eigenartigsten Dingen. Wo ist dein Gepäck? Stefanella! Stefanella! Gefällt dir mein neues Boot? Ich finde es himmlisch, Darling François. Dein Name im Maule von diesem Walross. Seine Eltern kommen heute Abend zum Dinner. Heute Abend? Warum? Sie wollen unsere Verlobung offiziell bekannt geben. Wie können wir das verhindern? Nur durch eins. Wenn ich genauso offiziell erklären kann, dass ich keine Jungfrau mehr bin. Wer hat dir das angetan? Du. Das ist nicht wahr. Ich habe dich doch nicht... Noch nicht. Stefanella, möchtest du fahren? Thank you.
Holt einen Arzt und die Polizei. Nein, 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 nicht die Polizei. Holt die Feuerwehr. Wieder nichts drin. Süßer. Wo ist denn der Süße? Schwein! So ein schmieriges Dreckschwein! Pascalino! Oh, tolle Figur! Pet. Ja.
aus wie Cäsar, als er nach Gallien zog. Mir ist kalt. Das Geld muss in einem der beiden letzten Stühle sein. Die im Büro des Kommandantore stehen? Ja. Steig rüber. Ja. Ich will dich nicht stören, ich will dir nur einen guten Nachtkuss geben. Bist du nur deshalb gekommen? Und um dir zu sagen, dass ich alles von dir weiß. Ja, wenn du alles weißt, alles über mich, dann weißt du auch, dass ich mir aus Mädchen nichts mache. Ich mir erst recht. Dann geh doch lieber zu François. François ist ein alter Muffel. Ich finde ihn sehr süß. Er hat wunderschöne dunkle Augen, wie aus Schokolade. So, hat er die? Ja, die hat er. Mhm. Wollen wir ein Abkommen treffen? Na gut, also du willst von diesem Geld auch einen Anteil. Ach, Geld ist mir gleich. Aber wenn ihr in Papas Büro wollt, dann kann ich euch sagen, wie ihr da reinkommt. Und was verlangst du dafür? Ihn. Noch etwas. Viele der Leser meiner Hütten- und Bergwerkszeitung sind sehr daran interessiert, wie hoch wohl die gesamte Fördermenge ihrer Schwefelkiesgruben im Jahre 1968 gewesen ist. 1968, oh, das war ein gutes Jahr. 68. Signorina, nix parken. Drei Minuten, drei Minuten. No, no, nix parken. Ich habe eine Reifenpanne, ich kann nicht fahren. Geben Sie mir bitte auch die Daten von 28. Bitte. Oh je. Ja, die muss ich erst holen. Sehr liebenswürdig. Vielen Dank. Hey, ragazzi, venite qua tutti quanti. Salviamo la macchina e la portiamo via là. E questa non è. Warten Sie, 1928 betrug die Produktion 18.000 Tonnen. Oh, so viel, kaum zu glauben. Das waren 14,7% mehr als 26. Ah. Ja. Ne? Die Stühle sind etwas unbequem? Nein, nein, mir ist nur ein bisschen zu warm hier, das ist alles. Ich kann ja das Fenster öffnen. Bemühen Sie sich nicht. Oh. Ich? Ja. Nein, ich nicht. Du? Hast du Ritschratsch, du? Ich? Haben Sie einen Stuhl gesehen? Ungefähr so groß. Kleiner Polsterstuhl. Entschuldigen Sie, haben Sie einen Stuhl gesehen? Auf die Straße! Hallo. Ungefähr so groß war der Stuhl. Wir suchen einen Stuhl. Der war etwa so groß. Der muss auf der Straße liegen. Anche quest'anno, come in tutti gli anni precedenti, il camion dell'orfanotrofio di Santa Rosalia ha compiuto il giro di... So ist vielleicht einem Gefangenen zumute. Was für einem Gefangenen? Der 10 Jahre lang einen Tunnel aus seiner Zelle gegraben hat. Ob mir Stanley das übel genommen hat? Und beim Gefängnisdirektor landet. Was soll er übel nehmen? Ich bin ihm doch neulich durchgebrochen. Ach so, das heißt, du willst wieder zu Stanley zurück? Damit dir das nicht entgeht. Da, der Laster. Was für ein Laster? Den habe ich gesehen. Der ist vorhin unter einem Fenster vorbeigefahren. Auf der Piazza. Ich werde verrückt. Wo ist dieses Santa Rosalia-Gebäude? Santa Rosalia ist Waisenhaus. Wo liegt es?
Hören Sie Wunder, ein 100 Millionen Lire Mirakel. Los, komm, wir holen es uns zurück, es gehört doch uns. Das kannst du doch den Kindern nicht wieder wegnehmen. Sehen Sie diese Stuhl. Innenseite davon war großer Schatz. Und dieser Schatz ist gespendet. Niemand weiß es. Anonyme Wutke. Der anonyme Wohltäter, das bist du. Du auch. 50-50 bis zum bitteren Ende. Leider. Mein Junge. Eva, was soll das alles? Haben Sie nicht das Telegramm gekriegt? Sagen Sie bloß noch eine Erbschaft. Sie sind eine große Berühmtheit. Das bin ich. Ihre Erfindung. Welche? Ihr Haarwuchsmittel. Alle amerikanischen Friseure wollen dieses tolle Zeug kaufen. Was für ein Zeug denn? Das hier. Sie sind Millionär. Santa Rosalia. Sie bieten Ihnen 15 Millionen Dollar für die Formel an. Santa Rosalia. Die Formel? Ich habe ja gar kein Rezept. Ich habe das reingetan, dann ein bisschen von dem, dann das und das. 20 Tropfen das Zeug. Was tun wir noch? Hey. Was ist denn? Nein! Wie sehen Sie dann aus? Das ist ja unglaublich. Hier gibt's noch. Damit können wir zum Karneval gehen. Das wird ein Geschäft. Und dafür 15 Millionen. Oh.